Hallo und willkommen auf unserem YouTube-Kanal Klemmbautechnik. Mein Name ist Renate und neben mir sitzt mein Mann Andreas. Und heute wollen wir mal ein kleines Spezial machen. Ja, genau. Wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder ein Klemmbautechnik-Spezial. Und wir haben uns da heute mal Folgendes überlegt. Wir haben mal auf unserem Bautisch eine kleine Werkstatt aufgebaut mit ein paar bekannten Modellen, also für euch bekannte Modelle, wenn ihr unseren Kanal verfolgt, die wir auch als Video da eingestellt haben. Dann haben wir da ein paar Modelle stehen, die wir vor unserer YouTube-Zeit gebaut haben. Das alles ist, ja, ich gucke mal in der Runde, was wir hier haben. Es ist alles mit echter Funktion, also alles funktioniert. Alles können wir jetzt natürlich auf dem Bautisch hier nicht zeigen. Wie gesagt, das einiges kennt ihr davon auch schon. Und ja, einfach mal, um mal zu schauen, wie man so eine kleine Werkstatt aufbauen kann aus Klemmbautechniksteinen. Und dann schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal gleich mit der Kamera in die Runde und dann erklären wir mal so ein bisschen was dazu und testen auch das ein oder andere von den Modellen mal durch. Dann bis gleich. Jo. So, hier haben wir unsere kleine Werkstatt mal aufgebaut. Die kleine Autowerkstatt. Ja. Einige bekannte Sachen. Und einige Sachen, die ihr aus unseren Videos noch nicht kennt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal hier auf dieser Seite an. Hier haben wir einen Gabelstapler. Der ist von der Firma Moldking. Das ist RC, also der hat einige Funktionen. Vielleicht nochmal vorweg. Alles, was hier jetzt auf dem Tisch steht und was wir noch nicht in einem von unseren Videos haben, das verlinke ich selbstverständlich unter den Videos. Da machen wir einen Link, wo man die Teile bekommt, wenn man sie noch bekommt. Aber ich denke mal, soweit ich weiß, bekommt man das noch alles. Gut, wir fangen mal mit dem Stapler an. Unser Stapler kann vorwärts und rückwärts fahren. Renate zeigt uns das mal. Hier ist jetzt an der stufenlosen Fernbedienung, also er kann deutlich schneller. Fahr noch mal ein kleines Stück vorwärts, Renate. Genau, und kannst du ja mal einmal den Lenkeinschlag zeigen. Bleib mal stehen, da kannst du mal zeigen, was er für einen Lenkeinschlag hat. Also das Ding kann richtig rangieren. Ja, wunderbar. Gut, hier auf dem Tisch können wir nicht so viele Experimente machen. Da ist er doch ein bisschen zu schnell für, wenn man da nicht aufpasst. Ja, dann kannst du uns nochmal die Vorwärts- und Runterfunktion zeigen. Genau, und er kann seine Gabel auch neigen. Richtig. Ja. Ja. Auf dem Stapler haben wir eine Palette liegen. Da liegt eine Welle mit dem Kolben drauf. Das soll hier dann, ja, ich denke mal, wahrscheinlich in unseren Kettenjeep rein. Oh, könnte ein bisschen groß sein dafür. Der Kettenjeep ist bekannt. Da haben wir schon vor einiger Zeit ein Video drüber eingestellt. Der macht sich sehr gut im Gelände. Da unten liegt ein bisschen Werkzeug rum. Ja, ist eine unordentliche Werkstatt. Den kleinen Sechszylinder hier kennt ihr auch aus unseren Videos. Auch der funktioniert und läuft wunderbar. Da hat jemand eine Abgasanlage liegen lassen. Und hier kommen wir wieder zu einem Fahrzeug, das ihr aus unseren Videos noch nicht kennt. Der ist von Kara, Suzuki Jimny. Auch der hat volle RC-Funktion. Den haben wir jetzt hier mal auf eine selbstgebaute Grube gestellt.
Er soll wohl die Inspektion kriegen. Luftschlauch ist schon angeschlossen. Den Kompressor kennt ihr ja auch. Den schmeißt mal an, Renate, genau. Jawohl. Und einmal die Reifen bitte aufpumpen. Jawohl, erst ist voll. Naja, gut. Wenn man so weit ist, sollte man das Drehkreuz vielleicht von den Reifen nehmen. Aber okay. Ja, dann kommen wir hier mal weiter. Hier steht eine Bühne. Auf der Bühne steht unser kleiner roter Jeep. Auch den kennt ihr aus unseren Videos. Der hat eine größere Reparatur. Dem hat nämlich jemand hier hinten seinen Akku geklaut. Und deshalb soll der wahrscheinlich einen neuen Akku bekommen. Und wie gesagt, der steht hier auf einer Bühne. Die Bühne ist auch von Moltking. Die kann man so als Set von Moltking kaufen. Auch das verlinken wir selbstverständlich. Unsere Bühne ist nicht als Set gekommen. Unsere Bühne haben wir die Aufbauanleitung runtergeladen. Auch die ist bei Moltking verlinkt. Da setze ich auch nochmal. Ja, ich weiß nicht genau, ob das Moltking ist. Ich setze den Link auf jeden Fall mit unter die Videobeschreibung. Die Bühne funktioniert, hoffe ich zumindest. Wir testen das gleich mal. Neben der Bühne haben wir einen kleinen Generatorkasten stehen. Da ist unsere Batteriebox drin. Unsere Batterieboxen betreiben wir seit neuestem mit Akkus. Das ist wesentlich sparsamer. Daran angeschlossen ist eine Reifenwuchtmaschine. Auch die funktioniert. Die kann man... Hier kann man nochmal die Klappen aufmachen. Da unten ist Platz für einen Batteriekasten. Das brauchen wir in diesem Fall nicht, weil sie ist mit angeschlossen an diesen. Das haben wir durch Schalter getrennt. Einmal der Schalter für die Bühne. Da sieht man einmal den Schalter für die Reifenwuchtmaschine. Der Reifen ist schon drauf. Ja, hinter der ganzen Geschichte ein Solarpanel. Auch das funktioniert. Damit kann man Akkus aufladen, wenn dann genügend Sonne drauf scheint und man genügend Zeit hat. Ja, das Solarpanel ist selbstverständlich nicht aus dem Klemmbaubereich. Das haben wir uns von AliExpress gekauft. Der Rest ist aus Klemmbausachen. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen Test mit unserer Bühne, wenn Renate mal den Batteriekasten anmacht. Genau, wegen der Sicherheitsvorschriften die Klappe wieder zu. Und dann fahren wir mal unseren kleinen Geländewagen hoch. Jawohl, das sieht doch gut aus. Also die funktioniert einwandfrei. Ich sag mal so, 2 Kilo macht die auch. Beim Runterfahren radert das ein bisschen, aber das liegt am Gewicht. Jo, wunderbar. Ja, Renate, dann zeig uns nochmal bitte, wie die Reifenwuchtmaschine funktioniert. Genau, und wegen der Sicherheit machen wir auch immer schön den Deckel zu. Das funktioniert auch einwandfrei. Ja, was haben wir denn noch? Unseren Betriebswagen. Ach, da ist noch ein Kunde gekommen. Ach, das ist unser Betriebswagen, sagst du? Ja, ja, ja. Naja, okay. Die Betriebsschlampe. Okay, die Betriebsschlampe. Ja, herrlich. Ja, ein kleines Tuk-Tuk. Auch das ist vor unserer Zeit. Auch ein ganz niedliches Teilchen. Es ist ein Taxi. Dieses Teil hat keine Motoren. Da ist uns auch nicht so die richtige Idee gekommen, wie wir da jetzt hätten einen Motor einbauen können und die Lenkung. Also das wäre ein bisschen, ja, vorwärts, rückwärts wäre möglich gewesen, aber die Lenkung, ja, das hätte nicht ganz funktioniert. Gut, dann habt ihr mal gesehen, was man so aus ein paar kleinen Modellen machen kann. Sich so eine kleine Werkstatt aufbauen.
Liebe Eltern, es ist ja bald Weihnachten. Die Kinder würden sich bestimmt freuen über so eine kleine Werkstatt mit so einem kleinen Fuhrpark. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ja, vielleicht noch ein kleines Wort zu den ganzen hübschen Tafeln hier hinten. Das sind unsere Zahnrad- und Getriebetafeln für die Übersetzung und wie viele Zähne die ganze Geschichte haben, falls wir da mal so einen kleinen Anhaltspunkt brauchen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, unser kleines Spezial ist zu Ende. Wir würden uns freuen über einen Daumen hoch oder über ein kleines Abo. Und wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.